Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge hier bei mir auf der Alteiche im Westerwald. Schön, dass ihr wieder da seid und ja, direkt am Anfang sei gesagt, wenn ihr das Projekt unterstützen möchtet, lasst gerne ein Däumchen oben da und schreibt am Ende des Videos gerne mal in die Kommentare, wie ihr so das Projekt findet oder sollte ich irgendwelche Fragen in der Folge haben, dann beschreibt sie gerne in den Kommentaren. So. Zur Einleitung. Im Endeffekt habe ich ein bisschen was weitergemacht hier seit der letzten Folge. Ich habe erstens mal gespult zum nächsten Tag. Zweitens mal, unser Silo ist hier komplett leer. Die Förderbänder, die habe ich schon ja zurück spawnen lassen. So ehrlich will ich sein. Und zwar, ich glaube nicht, dass mir die Förderbänder nochmals benötigen. Naja, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass wir die nochmal benötigen, weil ich mit Silage etwas anderes vorhabe. Und das will ich mal ausprobieren, ob wir das in irgendeiner Form hier hinbekommen auf der Map noch. Müssen wir mal gucken. Und den Unimog, den finde ich halt irgendwie, ja, wie soll ich sagen, den finde ich unnütz für unsere Bedürfnisse. Es gibt noch einen anderen Träger, den ich eventuell kaufen wollen würde. Müssen wir mal gucken. So. Und jetzt sieht es so aus, dass wir uns erstmal hier mit unserem Unimog erstmal die Förderbänder hier vorne mit reinziehen. Die habe ich mir nur zurücksetzen lassen. Und dann werden wir in einem tatsächlich die Förderbänder verkaufen und auch den Unimog. Warum, komme ich gleich noch zu. Aber die Förderbänder, nee, ich glaube, das gibt uns keinen nochmals damit. Und wie gesagt, der Unimog, ja, ist ein nice to have, aber so wirklich nützen tut ihr uns nicht was. Warum fahre ich das alles hier in den Verkaufsträger beim Händler? Es sieht so aus, zum Beispiel hier könnt ihr jetzt sehen, ihr wollt jetzt hier das kleine Förderband verkaufen, direkt über den Träger beim Händler. Da bekommt ihr 4.259 Euro. Wenn ihr das aber über P, also über den Shop macht und guckt dann mal, bei euren gemieteten oder gekauften Geräten, da bekommt ihr nur noch 3.872. Für das andere bekommt ihr 30.266. Und hier bekommt ihr 33.000. Also ihr bekommt immer mehr, wenn ihr das an dem Träger verkauft. Hier bekommt ihr für den Unimog 30.172. Und wenn ich stehen jetzt ganz einfach so über das Menü, du hast da, oder ihr habt da auf jeden Fall Verluste drin, ne, von ein paar tausend Euro. Also ich kann euch immer empfehlen, wenn ihr was verkaufen wollt, setzt es zurück oder fahrt zum Shop und verkauft es da im Trigger. Kann ich nur jedem raten. So. Jetzt kommen wir zu einer Sache. Und zwar zu dem Mähdrescher. Ihr wisst ja, ich habe hier diesen Glas Gigant, den hatte ich ja mal ausprobiert und mal auch gezeigt, ne? Zwar in einer anderen Farbe, aber ja, den Glas, den hatten wir ja vorher, den haben wir verkauft und ich wollte ja gerne, dass es ein Case Hof wird. Wir hätten hier den Axial Flow Series 1400 oder 1600. Und dann nochmal die 2100er Serie. Ich würde da gerne die 2100er Serie nehmen. Aber so lassen wir es. Aber mit Zugmaul hinten und ja, Entladerohr würde ich erstmal so lassen. Den würde ich mir direkt kaufen für 151.000. So, jetzt haben wir noch zwei. Jetzt haben wir noch 72.000 im Konto. So, und dazu
würde ich mir tatsächlich hierfür ein 5,5 Meter Schneidwerk kaufen. So, das ist das 80 FT. 18. Und dann wählen wir den Wagen aus für 18 FT kaufen. So. Somit haben wir jetzt unseren Drescher gekauft und haben einen Kontostand von 37.180 Euro. Ja. Aber dafür haben wir auch sehr gut gewirtschaftet. Muss man ja doch, glaube ich, mal so gnadenlos sagen. Ne? Und damit fahren wir jetzt oben zum Feld. Und werden wir anfangen, den Hafer abzuernten. Nein. Ach, Gott sei Dank. Und das ist mir schon mal passiert auf der Hof Bergmann. Und da meinst du, der ist weit genug da drauf. Und dann auf einmal fliegt er dann nach hinten über. So. Jetzt haben wir auch einen Case Drescher. Und jetzt haben wir nur noch alle Geräte von Case. Und das ist schön. Das ist richtig schön. Guck mal, was alles erntereif ist. Jetzt geht auch wieder so die Erntesaison los. Zweite Jahr im April. Ich bin mal gespannt, wie viel wir jetzt rausbekommen nachher bei dem Hafer. Ich glaube, das wird eine gute Ecke sein. Ich finde das gut. Ich finde das auch mal eine gute Alternative zu den ganzen anderen, die auch immer auf irgendwelchen Projekten oder Karten kursieren. Und wundert euch nicht, ich habe die Brille, die habe ich im Auto liegen. Aber ich kann trotzdem alles sehen und machen und tun, alles gut. Und nein, ich habe keine Kontaktlinsen. Geht auch ohne. Aber mit Brille ist es auf Dauer alles einfacher. So. Das heißt, wir werden jetzt mit dem Wagen hier stehen lassen. Genau. Ankuppeln. Abfahrer steht auch bereit. Sehr, sehr gut. So. Und dann müssen wir Dreje noch Aufklappe anmachen. Aufklappen, anmachen, Spaß haben. Also ich bin auf jeden Fall gut gestimmt, dass wir hier echt sehr guten Ertrag rausbekommen. Und wenn ich so unten links auf die Minikarte werfe, wo die Precision Farming Werte angezeigt werden. Ich glaube, wir haben sehr gut hier gearbeitet. Alter Schwede. Das hier, das ist Bombe, das Feld. Ja. Doch, doch. Das ist schon gut so, wie es ist. Dann fahren wir jetzt zweimal außen rum. Oh,
oder wie man doch gerne sagt, oder der ein oder andere eine Vorgewende. Wir fahren immer rum, also einmal rund oder zweimal, und dann ziehen wir nur noch Bahnen. Ihr merkt das vielleicht, ich bin so ein bisschen, weil meine Augen sind das nicht mehr gewöhnt ohne Brille am PC. Aber ich werde jetzt gleich auf jeden Fall mal noch meine Brille aus dem Auto holen. Ich glaube mal, die nächste Folge wird wieder mit Brille sein. Es ist anstrengend. Also ich bin nicht müde, sondern die Augen, die haben sich halt daran gewöhnt, vom PC zu sitzen mit Brille. Und jetzt ist es auf einmal ohne. Müssen sie sich auch erstmal dran gewöhnen. Und ich muss auch noch dazu sagen, es war eine lange Nacht für mich, wenig Schlaf, leider. Aber dafür bin ich auf jeden Fall heute früh im Bett, weil jetzt kommende Woche sieht es so aus, dass ich sehr wahrscheinlich morgen um 5 Uhr schon anfangen zu arbeiten. Dann ist für mich um 4 Uhr der Nacht rum. Aber schön. Finde ich richtig gut. Und ich finde auch die Breite von dem Schneidwerk voll okay. 3 oder 4 Meter wäre mir tatsächlich wiederum zu klein. 6 Meter aufwärts, 7 Meter wäre mir wieder zu viel. Und hier diese 5,5, das ist so an für sich irgendwie genau passend, auch von der Größe her, finde ich. Aber schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Unter anderem habe ich ja auch gelesen, dass ja zum Beispiel verschiedene Traktormarken geht doch runter jetzt. Dass verschiedene Marken, nicht nur Traktormarken, auch wirklich, sag ich mal, größentechnisch dann auch zum Einsatz kommen. Ne? Zwischen 6 und 7 Meter. Dann wird natürlich so auf Oldtimer-Marken oder so, der bedient sich dann natürlich an diesen Oldtimer-Mods. Und ja. Also ich sag mal, das wird alles oder ist sehr, sehr weitstreckend, das alles. Aber so soll das ja auch sein. So. Sind wir nämlich jetzt auch voll, genau. Dann fahren wir den mal abtanken. Keine Runde. Fertig, und der hat schon wieder alles voll, was er voll haben kann. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Oh, falsche Tasse. Dann machen wir das nämlich in der Folge. Und so könnt ihr jetzt auch mal sehen, so entstehen meine Thumbnails. Ich stelle dann einfach im F12-Menü auf hohe Qualität. Und dann gucke ich, von wo ich irgendwie schon im Vorfeld zumindest mal einen guten Blickwinkel habe, und dann mache ich Enter und dann ist es fertig. So, habt ihr das auch mal gesehen. Aber wir sind auch schon wieder fertig.
Mir sind auch schon wieder fertig. Auf jeden Fall sage ich Dankeschön fürs Einschalten. Schalt gern beim nächsten Mal wieder ein. Vergesst das Däumchen nicht. Und macht's gut. Bis dann. Tschüssi.